Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Borderlands 3. Ja, dieses Mal sind wir ein volles Squad, dieses Mal sind wir volle vier Spieler, die sich ins Abenteuer stürzen wollen. Ich würde sagen, auf geht's. Yo, Kammerjäger, die Straße da führt direkt zur Heiligen Rundfunkstation. Pass auf diese selbsternannten Zwillingsgötter auf. Man sagt, Tyrene Calypso sei der Star der Show. Ihr Bruder Troy macht die Propaganda für den Kult. Sie sind beide scheiße. Nur meine Meinung. Hey, Kammerjäger! So ein Bandit hat das Undenkbare getan. Er hat mir meine Unterhosen gestohlen. Meine originalen Hyperion Rappers! Weißt du, wie schwer es hier unten ist, an die Dinger ranzukommen? Erledige ihn grausam. Wunderbar. Dantruck ist in der Gegend. Ich kann den Wichser fast schon riechen. Sieh dich um, KJ. Meinen Sonnenkloppern etwas antun, wird das hier zur Blutfehde. Und das wäre klasse. Ich war lange nicht mehr in einer. So, ziehen wir los. Wir töten jetzt den Undertaker. Das wird toll. Der ist gleich in der Nähe, also. Der ist gleich in der Nähe von dem, wo wir eh hin müssen. Wunderbar. So, zu viert, da hat er doch keine Chance. Na mal gucken, du kannst hier ein Auto bleiben, ich triggere den Typen, dass er rauskommt. Oh, warte, warte, ich halte dich. Moment, Moment, ich sehe dich. Moment. Ah. Medizin für dich. So, ja, ja. Und du lebst wieder. Und jemand hat mein Auto zerstört. Nein. Warte kurz, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Oh ja, oh, sorry, zu spät bemerkt. Ich kann dich gerade nicht wiederbeleben. Ich bin ja gerade im Mech drin und der passt nicht durch den Eingang durch. Fertig, Schlampe!
Alter. Sehr schön. Dritter Kill. Der Unterhosen-Terror des Unterhosen-Räubers ist vorbei. Kommt zurück zu mir für die Nachbesprechung. Von mir wird er keine originalen Red Bars mehr klauen. Das steht fest. Dank dir ist Pandora jetzt ein sicherer Kammerjäger. Ich sterbe, damit die Familie ist. Oh, super, jetzt sterben die alle. Ja, mach ruhig. Danke trotzdem. So, sehr schön. Naja, wir sind eh gleich beim Ausgang. So, Zeit, ein paar Punkte zu vergeben. Worauf skill ich mich denn? Kein Ding, nee, ist nicht schlimm. Wunderbar, wenn alle bereit sind, dann können wir aufbrechen. Super. Los, Junge! Ich hab Kugeln mit deinem Namen drauf. Moment, so war das nicht gemeint. Hör schon auf zu sterben und kauf einen besseren Schild. Erschießen! Kein Ding.
Ich habe alles als Videobeweis. Anzeige ist raus. Super. Markierung von Typhon de Leon, dem ersten Kammerjäger. Er ist vor Jahrzehnten auf der Suche nach der eridianischen Heimatwelt verschwunden. Ich suche alle Informationen, die von ihm stammen könnten. Meine Eltern starben, als ich 16 war. Ich habe sie auf ihrer Kacke. Hey, gemacht. Keine Witze, ja. Dann dachte ich mir, was mache ich hier noch auf Pandora? Ich muss von dem Drecksloch runter. Das auf dem Weg nach Promethea war. Zum Glück war ich da noch kleiner. Da schleicht es sich leichter. Damals hat niemand auf Pandora gedacht, dass ich es zu was bringe. Schon gar nicht zum legendären Entdecker. Aber Massengrabolage. In allen Größen und Formen. Okay, wir sind eh da. Passt schon. Ja, wir warten noch mal einen kleinen Moment. Wir warten noch einen kleinen Moment. Richtig, aber wir haben hier noch nicht alle Loks angehört von den Typen. Richtig, gibt Erfahrungspunkte. Yep, sieht so aus. Wunderbar. Gut, würde ich mal sagen, wir gehen mal rein. Willkommen bei der Heiligen Rundfunkstation. Genau. Unser täglicher Livestream startet in Kürze mit einem besonderen Gast. Bringt jetzt eure Opfer da, damit ihr euren exklusiven Chat für Iridium-Mitglieder genießen und hinter die Kulissen von Mord und Totschlag blicken könnt. Jetzt kommt der Augenblick, auf den wir alle gewartet haben. Begrüßt mit einem blutrünstigen Gebrüll unsere Gottkönigin, die Erstgeborene, Tyrene Calypso! Was geht ab, Banditenweisen? Haha, hier ist die Gottkönigin Tyrene live und direkt aus der HRS. Wir streamen, ihr flippt aus und wir alle bereiten uns vor, in die große Kammer zu kommen. Wir haben heute ein paar neue Mitglieder und ratet mal was? Sie haben uns die heilige Kammerkarte gebracht. Wenn sie dafür keinen besonderen Platz in der Familie verdient haben, weiß ich auch nicht. Aber nun muss ich kurz noch etwas Ernstes ansprechen. Ihr alle habt mich akzeptiert, auch wenn ich nicht als Verächtigte geboren wurde. Meine ersten Worte waren nicht Blutfede oder Brustkorbknacker. Trotzdem sind wir alle eine Familie und Familien halten zusammen. Die Party beginnt nach ein paar Worten an meine Anhänger. Bleibt blutrünstig! Das bin ich in dem Fall. Die sterben gerade alle weg, ja. Ja, ja. Danke, danke, danke. Moment, da drüben ist der nächste. Ach nee, schon wieder belebt. Sehr gut. Moment, da, 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 wieder beleben. Ganz schnell. Also, ich bin bei dir. Jetzt gibt's wieder. Sehr schön. Und die Nähe. Oh, tut mir leid. Zu spät. Moment! Zu spät, Mist! Der gehört mir, den krieg ich. Den krieg ich, bam! Gleich beim ersten Schuss am Boden. Hilfe! Oh, tot.
Bin gerade unterwegs. Oben auf den Anhänger, der mir die Skeck-Zungenstelle geschickt hat. Sie ist von einem Hof aus Glied umgeben. Und ich liebe sie. Ist ja. Ich hab mich gerade schon gewundert, ich hab gerade einen Regenbogen gesehen. Ich dachte mir gerade, leck mich fett, es gibt wirklich einen Candy Mountain. Ne? Danke, danke, danke fürs Wiederbeleben. Ich habe gerade keine Munition mehr. Oh doch, habe ich noch. Danke. So, dann holen wir mal. Das war's, ich komm mal zu euch. Genau, ich komm zu euch, in Deckung. Alles klar. Gut, danke. Ich hab wieder einen Regenbogen gesehen. Das ist seltsam. Genau, komm Deckung, Oder auch nicht, ich komm zu dir, Moment. Ja, das war eine blöde Idee. Ich komm zur Sirene. Moment, Sirene, bleib mal kurz da. Könntest du mich kurz wiederbeleben? Danke, danke, danke. Oh, yeah.
Moment. Ich könnte Medic gebrauchen. Gut, danke. Hey, hat Fun gemacht. Ist cool mit euch zusammen. Und jetzt ein Beifall für Pocket Rocket Boy, der 7 Skulls der Crimson Raiders in den Opferstock gegeben hat. Oh, wie ich gerade höre, hat sich Pocket Rocket Boy die Eier abgeschossen mit einer... Naja, Leben und Lernen, wie es wohl heißt. Das war auch so mein erster Gedanke gewesen, ja. So ein kleines bisschen. Also Sie dachten sich halt bestimmt irgendwie Back to the Roots, irgendwie sowas in der Art, keine Ahnung. Also mich persönlich stört es jetzt nicht, also. No. Richtig. Hat man ja einen zweiten Teil gesehen, der wird nicht nochmal wiederkommen. Eine legendäre Shotgun habe ich noch nicht gefunden. Ich habe einen legendären Raketenwerfer. Sehr schön, Prioritäten setzen, so muss das sein. Das war's für heute und immer dran denken, liken, folgen, gehorchen. Ein weiterer perfekter Livestream unserer unfehlbaren Gottkönigin Tyreen. Die heilige Rundfunkstation steht nun wieder offen. Na, ich guck mal. Gleich mal gucken gehen. Oh, Hallöchen. Was denn du die her? Ach so. Ja gut, also wenn die jetzt keiner aufnimmt, dann nehme ich die gerne. Gut, danke. So, gleich mal Zeug verkaufen. An der Wand hängen, genau. Richtig, genau, das kann man jetzt so machen.
Dito. 84,99. Ach, die Super-Edition. Okay. Ja, sehr schön. Das ist eine tolle Frau. Mach nochmal, ich hab's gerade wirklich nicht gesehen, also mach's wirklich nochmal. Ja, okay, das war das Ding, was ich gesehen habe. Ja, okay. Es gibt Arschgeil als Granate, oder wie? Oh, weia. Aber es ist ein schönes Easter Egg. Finde ich super. Oh, warte mal kurz. Ich habe mir gerade alle beide... Warte mal, ich hau einen raus. Moment. Danke sehr. Vielleicht solltest du das Ding waschen. Kugeln am Bomben. Du brauchst eine Diagnose? Dann ab zu einem echten Arzt. Bei mir gibt's nur Heilung. Jo, ich bin auch ready. Ja, lass uns aufbrechen. It's a trap. Ja, die ist mies, die ist bescheuert. Also ich kann das nachvollziehen, die ist mega blöd. Ich bin da dreimal gestorben. Sechsmal sogar. Oh, ich bin dreimal dabei gestorben. Ja, es ist halt frustrierend, du machst halt keinen Damage gegen die. Hm. Du hast dich mit der Falschen angelegt. Richtig. Genau. Ich hab's gerade. Frustrierend. Ich schalte Kamera aus. Scheiße. Bitte. Ich glaube, wir haben dich gerade beide wiederbelebt. Genau. Wie fühlt sich dein letzter Anblick zu? Ich gebe mir ebenfalls so, es könnte wirklich mein persönliches Game of the Year werden. Je nachdem wie Death Stranding wird, also mal gucken. Genau. Ja. Genau. Könnt ihr nicht aufhalten? Na, wäre auch schade, wenn nicht. Komm schon, Soldatenmädel! Auch wenn ich halt von dem... Ja. Erzähl ruhig. Ja, kleiner Kritikpunkt für mich ist halt, dass die, wie soll ich sagen, die Antagonisten, die gefallen mir einfach nicht. Weißt du, Handsome Jack, der war ein Arschloch, aber der war witzig dabei, ja? Und die beiden, die sind halt wirklich nur Arschlöcher und das... Weiß nicht, mir fehlt halt irgendetwas. Ja.
Aber an sich gefällt es mir natürlich auch. Richtig, ja. Erwischt und seht euch meine Abschlussquote an! Und ich lieg wieder. Wir liegen alle gerade, ja. Ich habe kurz vor meinem Tod noch einen Regenbogen gesehen. Das war wunderschön. Einen Moment lang war es. Ja. Richtig. Ich werde mich nie daran gewöhnen. So wird's gemacht. Witzig ist es allemal, ne? Dieses Ende wird ein Schicksal. Endet. Ich hab Troy immer besser. Da, ich hab's gesagt. Ja, du kannst markieren, indem du die Pfeiltaste oben drückst. Ach da, oh, jetzt seh ich's auch. Nee, die kenne ich noch nicht. Wie bist du da reingekommen? Ach da, ah, da lang. Nee, den kann ich noch nicht, ey, super. Spitze. Ja gut, bei mir war das ja, als ich das am Wochenende dann gespielt habe, da habe ich ja einen Part nach dem anderen rausgehauen, da wollte ich ja ein bisschen was erreichen, von dem her, zack, zack, zack. Und da hatte ich nicht wirklich Zeit gehabt, die ganze Gegend auszukundschaften, also. Aber finde ich cool, danke. Kein Ding, ich muss eh noch ein paar Punkte vergeben. Mal sehen. Ja. Okay, und wie weit bist du nochmal? Ach so, bei der Kugel, okay, tut mir leid, gut. Richtig, ich bin gerade ein bisschen weiter, genau. Bitte nicht spoilern.
Ja, aber witzig. Hm. Ende der Transaktion. Ich bin kein echter Arzt, aber meine Medikamente wirken trotzdem. So, ich kann schnell den ganzen Schrott verkaufen, jetzt kann es weitergehen von mir aus. Sind alle da? Gut, ich komme mal schnell zu euch. Moment, ich habe noch einen Skillpunkt. Moment, den vergebe ich noch mal ganz schnell. Ich höre dich, Bestie. Viel Glück im nächsten Leben. Die kriechen aus den Löchern. Was sich einfallen lassen. Dito. Du kommst wieder. Oh ja, ein zweites Pen and Paper mit Tenetina, darauf würde ich mich auch freuen. Ja, geht mir ebenfalls so, ja. Komm zu mir, wenn du was von dem roten Zeug brauchst. Richtig. Okay, also ich bin gerade Stufe 7 und ihr? Ich bin gerade Stufe 7 und ihr? Okay. Unter anderem. Was ist denn? Riechst du etwa Beute? Na, wenn alle bereit sind, würde ich mal sagen, auf geht's, ne? Er hat ein Smartphone als Schild. So ein Riesending. Damit kann er bestimmt auch irgendwie seine E-Mail checken. Oder WhatsApp. Erhöhen wir die Schlagzahl pro Minute.
Hat jemand Deridium dabei? Damit könnten wir Asgard füttern. Moment, ich lebe noch. Moment, ich lebe dich wieder. Moment. Ah, jetzt lieg ich auch. Dreck. Kammerkarte gesichtet. Gut, der Typ ist down und wir beleben erstmal alle wieder. Oh, alle tot. Wir spielen kooperativ, das bedeutet, jeder hat diesen Schild. Du kannst dir gerne mal markieren, wo der ist. Sehr schön. Götter verhandeln nicht. Götter verhandeln nicht! Ich liebe es! So gut. Mhm. Die Sirene ist also das Schild, die uns alle schützt. Die Sache ist jedenfalls voll im Arsch, also nimm sie ruhig. Ich hole sie mir später wieder. Du bist mein treuster Anhänger, Kamadi. Du weißt es nur noch nicht. Nee, bedien dich ruhig. Wir haben alle denselben Loot an derselben Stelle. Ich wusste, dass du die Karte findest. Bring sie her und lass sie nicht aus den Augen. Ich habe sie einmal verloren, das reicht. Genau. Ja, Richtig, sonst halt nicht spielen. Punkt, das Ende. Genau, just for fun. Das ist das, was zählt. Zeig mir, was du drauf hast. So, ich würde mal sagen, wir nehmen noch dieses Kopfnebenquest an. Das fand ich ziemlich unterhaltsam. Hey, Vaughn. Hier ist ein Kopf in einem Glas. Kennst du die? Erwischt wurde oder jemand den Brokkolisalat aus dem Pausenraum geklaut hatte und alle Hunger hatten. Vic steckt auf jeden Fall in einer virtuellen Folterkammer. Du musst da rein und sie rausholen. Aufregend. Ich habe noch nie in einem Kopf gejagt. Irgendwo beim Tor zur HRS. Wenn wir schon dabei sind, na klar. Schließ einfach den Kopf an, dann digistructet dich dein Echo direkt ins VR-Konstrukt. Ah, die
Kinder der Kammer lassen diese scheiß KDK-Statuen überall zurück. Weißt du was? Wir zeigen es diesen Möchtegern-Göttern und stellen unsere eigenen Götzen her. Nach meinem Vorbild. Vom kantigen Kinn bis hin zu den legendären Waden. Finde zuerst alle meine Steckbriefe. PS, ich bin sehr begehrt. Wenn wir das durchziehen wollen, müssen wir den 3D-Scanner mit den Bildern von mir füttern. Dann können wir die Statuen drucken, die aussehen wie ich. Das wird den Kalypsos gewaltig gegen den Strich gehen. Ich habe mich nicht vom Hyperion-Buchhalter zum Banditen-Kriegslord hochgearbeitet, nur um wieder Befehle zu befolgen. Als ich dem beschissenen Kult nicht beitreten wollte, hat Tyrene Calypso eine Prämie auf meinen knackigen Arsch ausgesetzt und auf den Rest von mir. Aber ich lebe noch, Baby! Ich rock es noch, Bro! Ist Vic verkabelt? Sehr gut. Dann jetzt mal los in die digitale Folterkammer und rette sie, Bro! Du bist in der Simulation, Bro. Vic ist irgendwo da drin. Du musst sie finden und raushauen. Bring sie zur Ausgangskonsole im Konstrukt. Das setzt sie im Fleischraum wieder zusammen. Ich brauche meine Brunette in einem Stück wieder. Ach übrigens, beim Hochladen sind bestimmt ihre Kurzzeiterinnerungen draufgegangen. Du wirst sie finden müssen, damit du ihr sagen kannst, wer sie ist, wenn sie aufwacht. Erinnerungsfragment 1. Was geht? Ich? Unser Vollidiotenchef Vaughn hat endlich was kapiert und mich zur neuen Kriegslord-Stellvertreterin der Sonnenklopper ernannt. Hat sich massig Zeit gelassen, Stellvertreter Hirni zu ersetzen, als der mit einem Bauchklatscher in der beschissenen Säuregrube landete. Als ob, der Mac passt wieder nicht durch die Tür. Echt jetzt? Ich lauf grad gegen eine unsichtbare Wand sozusagen. Ich komm grad nicht weiter. Du kommst nicht vorbei. Alle auf den Battles, alle auf den Kleinen. Immer draufschlagen, genau, immer richtig. Was zum Teufel ist passiert? Jetzt gibt's Beute. Oh, sehr schön. Ui. Sehr schön.
Abfall zu Abfall. Looten und Level, das muss drin sein in dem Spiel. Schon Punkte verteilen, mal gucken. Stell dir Streicheln. Mal vor, ich habe Vaughn das verrückte Alien-Ding gezeigt und er tickt total aus. Meinte, ich soll es verstecken. Was bist du denn für ein Süßer? Wenn ich den KDK verkaufe, futtert der ganze Clan monatelang Barkids. Ihr macht irgendwie Spaß, ihn zu streicheln. Beeilen, das habe ich früher mit dem Skag auch so gemacht. Muss ihn sagen, dass wir nicht verkaufen. Vollidiot von Chef. Er kann sogar Rolle. Er weiß nicht, was gut ist für den Clan. Braves Mädchen. Wie der kleine Arsch wackelt. Du kommst wieder. So, dann würde ich auch mal gleich die Aufnahme beenden wollen. Seid ihr bereit für eine dritte Aufnahme? Ich auch. Gut, dann machen wir gleich Pinkelpause. Alles klar. Gut, na, alle anderen, bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Ciao, meine Freunde.